Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sibosusum. Heute bereits schon am Mittwoch. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zusammen. Was hatten wir eigentlich hier gemacht? Mal gleich mal gucken hier, weil das geht ja gar nicht, ne? So, ja, heute ist ein besonderer Tag, möchte ich schon fast sagen, hier auf der Sibosusum, weil heute wird ein neuer Traktor gekauft. Ja, wahrscheinlich habt ihr schon den Thumbnail gesehen. Ich werde einen John Deere kaufen. Ich habe mir gedacht, weil ich stand sehr viel in den Kommentaren, aha, neuer Traktor, neuer Traktor. Und das, der meistgelikte Kommentar, den ich gesehen habe, war neuer Traktor, also Traktor plus Güllefass. Und das werden wir heute, beide Sachen werden wir heute erfüllen. Ich habe mir gedacht, im Zeichen des LS19 werden wir jetzt einen John Deere kaufen, als neue Marke für den neuen Landwirtschaftssimulator Teil. Holen wir uns einen John Deere. Aber wie gesagt, nicht zu groß, so 200-250 PS. Es wird auf eine 6er Reihe werde ich bleiben, weil größer als wie eine 6er Reihe, glaube ich, würde wenig Sinn machen. Und deswegen, ja, ein 6er wird es werden. Ich habe da tatsächlich vor einem halben Monat habe ich da einen zugeschickt bekommen. Bin da wirklich froh, dass ich wirklich alles behalte. Und ja, da gucken wir uns aber gleich an, liebe Leute. Ah, davor möchte ich hier ganz nochmal. Oh, warte. Möchte ich hier nochmal ein bisschen was fertig pflügen. Teilweise geht's weg, teilweise geht's nicht weg, ne? Irgendwie ist es ganz komisch. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz das nachschauen. Wie viel PS hat denn der MB-Truck? Mal schauen hier. Nö. So, der hat 180 PS. Okay, das heißt, der neue wird wahrscheinlich gleich viel oder mehr haben. Also das kann ich euch sagen, das wird unser entweder der stärkste Traktor am Hof oder einer der stärksten. Eins von beiden wird es werden, weil es wird auf alle Fälle, ja, schon, also geiler schon die, wie ich finde. Ich habe mir den Vorschau mal ein bisschen angeschaut, habe noch zwei, drei Sachen verglichen, aber muss ich dann ehrlich sagen, hat mir gut gefallen, möchte ich haben und ja, das ist ja nicht alles, ne? So, ah, warte, ich habe gesehen, hier ist noch Fenster noch offen. Oh Mann, ey. Wo mache ich denn das zu? Lol. Ah, darunter, oh lol. Okay, das kann man auch so machen. So, jetzt fahren wir mal ganz fix rüber aufs Nachbarfeld. Also, was heißt Nachbarfeld? Das ist ja eigentlich auch unser Feld da drüben. Was ist ein Sauwetter hier, ne? Die ganze Woche schon so ein Sauwetter. Uah. Kommst du näher? So, aber hier vorne können wir jetzt ganz gemütlich erstmal weiterarbeiten. Weil dann läuft er schon mal wieder, weißt du? Den Oldtimer habe ich hier schon abgefangen, der ist schon wieder zu Hause. Das tut passend tun. So, ich fange mal hier irgendwo an. Aber weißt du was, wir werden es einfach so machen. Ach komm, ich mache es hier. Oder, ja, doch, ich mache hier. Komm, ist auch egal. Hier muss auf alle Fälle gepflügt werden. Dann haben wir ja besprochen, ist ja nicht das Problem. Feld 16 war das, oder? Feld 12, genau. Feld 12 starten mit 1, 2, 3 mal Vorgewende, weil es eigentlich komplett egal ist. Die Richtung stimmt, so sind wir ausgerichtet. Lass mal schauen. Ich bin ja... Warte. 0,1 Meter, stimmt das? Ich bin immer der Überzeugung, lassen wir machen, ne? Feld 12. Pflügen. Und dann schauen wir später nochmal nach. Das, so war es ja beim ersten Mal auch. Und es hat ja nicht beim ersten Mal auch gut funktioniert. Deswegen ja, machen wir es einfach mal so weiter. Ich habe den Oldtimer jetzt mal hier reingestellt, damit er nicht nass wird. Ha, hurra, hurra. Es tropft durch die Decke, aber ihr wisst ja, ne? So. Der Kollege hier kann erstmal wieder aufgefüllt werden. Weil Saatgut haben wir noch ein bisschen was in unserem wunderschönen Regal da hinten. Oh, wie es denn wunderschön ist, ne? Wahnsinn. Ja, da habt ihr tatsächlich recht gehabt. Ich könnte das Saatgut unten reinstellen, weil dann könnte man das auch befüllen. Aber es geht auch von hier. Läuft. Aber jetzt geht es aber nicht mehr, okay. Wo haben wir denn noch Saatgut rumfliegen? Ganz oben, ne? War eigentlich auch irgendwie klar. Warum fahre ich eigentlich auch so blöd? Ganz, fast ganz oben ist noch ein bisschen Saatgut. Mal schauen. So, mal kurz rausschieben hier. So, dann packen wir das am besten hier rüber. Schaufel machen wir irgendwo rein und dann schauen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, ich habe schon erklärt, warum es an John Deere wird und ich finde das eigentlich ganz eine gute Idee eigentlich. Klar, du kannst jetzt alle Marken nehmen, du kannst jetzt egal was, es wird immer jemanden geben, der sagt, oh nein, warum nicht das und das. Die Fanboys werden wieder ganz laut schreien heute.
Aber wie gesagt, es muss nicht immer ein Fan sein. Ich sehe es ja auf der Westerrade, da habe ich jetzt fast nur Fan. Und ja, ist cool, auf alle Fälle, aber nicht nur. Also muss ich jetzt nicht nonstop nur den einen Traktor fahren. So, ich bin sowieso gespannt. Ich glaube, dass heute einiges ausfallen wird, weil ich tatsächlich glaube, ich nach dieser Aufnahme ins Bett gehen werde. Weil ich habe Kopfschmerzen heute. Ich weiß nicht warum, aber es gibt Tage, bei uns ist es momentan so windig, das ist unfassbar. Gut, wir haben auch jetzt wieder plus 20 Grad, das ist ein bisschen Vorteil, aber ja, es ist sehr, sehr windig bei uns. Und das, ich bin leider so ein Mensch, wenn es so ein bisschen windig ist, dann geht sofort der Kopfschmerz los und das, ja, ganz schlimm. Also es gibt tatsächlich nur einen Schmerz, der größer ist als, oder ekelhafter ist als wie der Kopfschmerz, nämlich der Zahnschmerz. Da ist man noch, da gehe ich mich sofort im Garten irgendwo verstecken oder sowas, aber Zahnschmerzen sind noch übler, aber die habe ich nicht, Gott sei Dank, sondern ja, ein bisschen Kopfschmerzen. Aber, mein Gott. Wie gesagt, wenn das halt das letzte Video ist, also natürlich nicht nur, sondern hier, Hofbergmann kommt auf alle Fälle noch, Stappenbach kommt auf alle Fälle noch, das haben wir eben gerade vorher aufgenommen. Deswegen ist das nicht meine erste Aufnahme heute, sondern meine fünfte. Oh ja, ne? Aber ihr kennt es ja mittlerweile und ja, was soll ich euch sagen? Ich muss mich jetzt nicht, will mich jetzt hier für nichts entschuldigen. Wenn es ausfällt, fällt es aus. Ich weiß, es gibt ein paar, die es gerne gucken, auf alle Fälle. Ich mache es auch nicht extra, dass ich jetzt sage, haha, heute fällt es aus. Ist ja auch Quatsch, ne? So, aber ich weiß, dass haben wir hier schon fertig gesät? Ehrlich jetzt? Jo, haben wir. Gut, dann fahren wir runter auf die 16. Und dann wird einfach da mal ganz flott und cool weitergesät, ne? Da finde ich ja gut. Muss ich ja sagen, finde ich ja wirklich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen Traktor verkaufe für den neuen John Deere, der kommt. Erstmal nicht. Also erstmal würde ich sagen, behalten wir den Traktor und wenn wir wirklich sehen, okay, der steht schon wirklich seit 20 Folgen rum und macht gar nichts. Dann können wir darüber sprechen, dass wir mal einen verkaufen. Oder wenn mir einfach danach ist, ich habe ab und zu solche... Sorry. Ab und zu solche Phasen, da gehen wir, oh, brauche nicht mehr, weg. Kann schon mal vorkommen. Also ist schon vorgekommen, wird auch wieder vorkommen. Deswegen, Warnung, wird passieren. Und dieser Bauer Harms rechts oben, ne? Das ist der, wo wir wohl Kompost bekommen. Wurde mir nochmal in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür. Ja, macht eigentlich ganz gut, ne? Also finde ich eigentlich gar nicht ganz... Ja, finde ich okay. Ja. So, aber ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Wir werden gleich uns jetzt mal den neuen Johnny angucken. Er hat wahnsinnig viele Konfigurationsmöglichkeiten. Alter Falter. Frag mich jetzt bitte nicht, wo der herkommt. Ich weiß es nicht. Ich habe den per E-Mail zugeschickt bekommen. Ich habe mir den abgespeichert, weil ich ihn gut fand, weil ich ihn cool fand. Und deswegen habe ich den. Aber woher der jetzt genau ist, ey, fragt Nina Sonnenschein. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich habe euch einen kleinen, ich kann euch einen kleinen Hinweis geben, aber kommen wir später zu. 16, jo. Machen wir zweimal vorgewendet, Detlef. Und los geht's. So. Und zwar habe ich hier eine Kategorie John Deere. Und zwar ist es der hier. Wir kaufen jetzt nochmal komplett basic. Weil ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das Ding ist einfach. Also, geht hoch bis 257 PS. Wir starten mit 223 PS, was schon mal sehr, sehr viel ist. 100.000 Radoptionen. Das ist wirklich krass. Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. So viel Zeug drin. Das müsste man wahrscheinlich alles mal konfigurieren, damit man das, ja. Ne? So, auf alle Fälle, Design hat da irgendwas mit Premium 1, Premium 2, Ultimate, ich weiß es nicht. Also, es gibt so viele Sachen hier. Eine Sache machen wir, und zwar der Hirsch. Der Hirsch, ja, der Hirsch muss sein. Und Namensschild Güllemafia. Das ist auch das, wo das Ding herkommt, habe ich gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist für mich. I don't know. Aber wir schauen einfach mal. Ich habe mir überlegt, dass wir hinten Zwillingsreifen drauf machen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie das heißt hier. Weil der Stefan hat ja gesagt, eine breite Belastung wäre besser. Steckachse, was heißt das? Weißt, Radgewichte. Radgewichte 2. What? Das ist eben das Problem. Ich kann euch nicht sagen, was das alles heißt. Und alles das auszutesten, dauert 5 Stunden und kostet wahnsinnig viel Geld. Habe ich nicht. Zwillingsreifen hinten, wir machen das mal so. Ich finde das nämlich gar nicht so verkehrt. Weil Stefan fährt ja auch mit dicken Dingern rum, das muss man mal so sagen, ne? Wir kaufen ihn jetzt mal. Ich finde ihn schön. Also das muss ich wirklich sagen, ich finde es wirklich ein schöner Traktor. Also das sage ich jetzt bei jedem, aber
Okay, das ist ein bisschen groß vielleicht. Aber der Hirschhorn ist geil, oder? Der Hirsch ist ja mal mega geil. Ja, ich weiß nicht, warum ich den so cool finde, aber ich finde ihn auf alle Fälle cool. Ich sehe gerade einen Mega-Fehler. Das sind zweimal diese Lüftungsrohre. Läuft, okay. Aber der kommt von die Gülle-Mafia, official. Ich weiß nicht genau, warum oder wieso. I don't know. Aber es sieht ganz okay aus. Also gibt ja noch so viele Konfigurationsmöglichkeiten, ne? Auch von innen ist er ganz hübsch gemacht. Also kann man ja wirklich nicht jammern, ne? Das ist ja wirklich nicht schlecht. Mach das Fenster zu, Alter, ist kalt. Ja, den wir mal nach. Komm, den nehmen wir jetzt mal. Gut, das hier ist nicht so schön. Ja, klar, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ansonsten finde ich den ganz okay. Ist wahrscheinlich auch nur irgendwie wieder konfiguriert und bla und so weiter und umkonfiguriert und... Ja, ich weiß es ja, wie das mit dem Mods im LS17 ist, ne? Ich hätte gern Pflegebereifung 2. Ich hätte gern Pflegebereifung hinten. Geht das? Zwillingspflegebereifung? Ha. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen die Standardreifen wieder drauf. Damit ihr das auch mal seht. Achso, lol, warte. Zwilling? Nein. Ah, hier. Das war nicht Standard? Hoffe ich zumindest mal. Das sieht nach Standard. Das ist ganz okay. Das ist akzeptabel, oder? Also wie gesagt, es gibt doch wirklich viele Konfigurationen. Eine kann ich euch noch zeigen. Oder eine kann ich euch noch, können wir noch drauf machen. Es gibt hier Design Premium 1, Premium 2. Ich weiß nicht, was das alles ist, ne? Lassen wir mal Select. Und wir machen jetzt mal uns mal, wir bauen uns mal jetzt, lassen wir mal gucken. Namensschild keins, Hirsch ja. Dach. Machen wir mal ein Panoramadach rein. Und eine deutsche Flagge brauchen wir nicht. Aber Dachfenster, machen wir auch eins rein. Spiegel, Premium, Rundumleuchte, keine. Machen wir vorne 1, 2, 3, 4. Machen wir vorne 4, komm. Sind wir nicht so geizig heute. Schlauch, ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube, ich weiß, was es heißt, aber ja, mal schauen. Wie sieht denn jetzt aus? Oh lol, jetzt haben wir hier einen Schlauch dran. Den kann man natürlich wieder wegmachen, weil der ist Quatsch. Aber ihr seht, was ich meine, ne? Der hat einfach so viele Möglichkeiten und das fand ich eben so cool. Und deswegen, ja, habe ich den genommen. Ich weiß, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Was haben wir jetzt hier drauf? Genau, wir haben jetzt hier eine Rundumleuchte auf alle Fälle. Und eine Antenne haben wir hinten bekommen. Okay. Ja, wenn du dann noch ein Dings dazu nimmst, ein GPS, dann hast du hier nochmal so ein Kästchen. Ach komm, ich zeige das jetzt was. Mein Gott, ist doch egal, weißt du. Haben wir halt eine Folge verplempert für den Traktor, ist auch nicht so schlimm. Aber du kannst hier haben, warte, ich habe es irgendwo gesehen. Ich habe natürlich vorher getestet, ist doch klar. Eine Starfire 3000, Starfire 6000 und nichts mehr. Dann nehmen wir jetzt mal das hier. Jetzt haben wir GPS, glaube ich, drauf. Müsste zumindest sein. GPS ist schon mal drauf. Und dann brauchen wir aber noch den Green Star, ne? Oh. Werner läuft zu anderer Stelle. So, Green Star brauchen wir, glaube ich, auch. Ja. Jetzt haben wir dann bald alles für Konfigurationen rausgehauen, ne? So, und jetzt müsste... Genau, jetzt haben wir hier vorne den Green Star. Und hier das. Ich weiß nicht, ob das logisch ist. Es ist eigentlich das Gleiche, aber so können wir zwei verschiedene Sachen angezeigt haben. Okay. Einfacher machen wir uns das mit dem Güllefass. Weil da werde ich ein ganz klassisches nehmen. Also ich finde den gut. Ich weiß, es gibt natürlich Leute, die sagen, oh nein, der ist so scheiße. Und so. Ja klar, aber ich finde ihn ganz gut. Und deswegen habe ich ihn gekauft. Ne? So, Güllefass habe ich mich entschieden für das hier. Das Polyline 18.500. Eine Sache habe ich aber, die ich noch nicht weiß. Ich hoffe, es geht nicht nur mit dem Schlauch befüllen. Das hoffe ich nicht. Aber wir schauen einfach mal. Bin ich sicher? Sonst tauschen wir es halt nochmal. Ihr kennt mich ja, ne? So, auch das ist gekauft. Was mich halt an dem Ding extrem reizt, ist dieser Breit... Heißt das Breitteller? Ich weiß nicht genau. Aber das reizt mich halt schon extrem daran. Und deswegen haben wir gedacht, komm, nehmen wir das Ding mit und gut ist. Und so die Kombination finde ich gar nicht so schlecht. Also ich würde jetzt keinen Mega-Mega-Mega-Mega-Mega-Fass nehmen, sondern sowas, was mir auch was auch cool ist, wie ich finde, ne? Und hier haben wir Dynamic Hoses aktiv und, ja, läuft auf alle Fälle. Und ja, jetzt kann man hier mal ein bisschen arbeiten, ne? Also natürlich, oh, der Hirsch drauf ist schon geil, ne? Ich fand auch, das auch gut beleuchtet. Das ist alles mit dem, dass das auch alles, angezeigt wird, wenn ich jetzt runtergehe. Geht auch die Anzeige wieder runter. Und also finde ich cool. Es funktioniert einfach, es sieht schön aus. Und tatsächlich reicht mir das schon aus Komponenten, wie ich meine Auswahl treffe. Und ja, das wollte ich jetzt nochmal zeigen. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß mit dem Traktor wie ich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie wir weiter vorgehen sollen. Wie gesagt, 16.000 haben wir noch.
werden vielleicht ein bisschen Gülle ausbringen, da habe ich jetzt schon ein bisschen Bock drauf. Und ja, morgen sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge hier auf der Siebershusum. Wundert euch nicht, wenn heute nicht mehr allzu viel kommt. Wie gesagt, ich werde mich jetzt hinhauen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis morgen, macht's gut. Ciao, ciao.